Sigrid Kaiser und bin heute in den Husumer Baumschulen in Husum an der Nordsee, mitten in einem Glashaus, wo Unmengen an Hortensien stehen. Es ist nämlich jetzt die beginnende Hortensienzeit, die Rosenzeit. Im Juni ist so gut wie zumindest die nicht immer blühenden vorüber. Und ich möchte euch heute ein paar Gestaltungstipps mit diesen wunderschönen Hortensien zeigen. Hortensien gibt es in vielen, vielen Farben. Das wissen die meisten sicherlich schon. Aber wie gestalte ich, wie kombiniere ich sie eigentlich? Hortensien sind eher schattenliebend, zumindest die meisten Sorten. Auch da zeige ich euch gleich nochmal etwas anderes. So die klassische Bauernhortensie braucht viel, viel Wasser. Und ja, wie kombiniere ich sie denn jetzt eigentlich? Sie möchte gerne schattig stehen und vor allen Dingen braucht sie einen eher sauren Boden. Es gibt auch neuere Sorten, die vertragen auch kalkhaltige Böden, die kann ich sogar mit Rosen kombinieren. Aber ansonsten sind die Kombinationen Rosen mit Hortensien eigentlich gar nicht so ideal. Ich könnte zum Beispiel einen schönen Storchschnabel nehmen. Das hier ist ein Kaukasus-Storchschnabel zur Unterpflanzung. Der verträgt auch Halbschatten. Und nach der Blüte sieht er zwar nur grün aus, aber dafür haben wir ja auch die tolle Blüte von den Hortensien. Das Tolle ist aber, im Herbst bekommt er eine wunderschöne Herbstfärbung und ergänzt die Hortensien, die ja teilweise auch sehr üppig werden, nochmal ganz, ganz wunderschön mit der Herbstfärbung. Natürlich könnt ihr auch Hortensien in die Sonne setzen, dann brauchen sie eben sehr viel Wasser. Es gibt die Rispenhortensien, die Hydrangea paniculata, hier ist so ein wunderschönes Exemplar, die vertragen auch eher Sonne. Und die kann ich zum Beispiel auch wunderbar kombinieren mit dem geliebten Lavendel, den viele ja mit Rosen kombinieren, aber auch er braucht eher den sauren Boden und die Rose eben, wie gesagt, eher den eher kalkhaltigen. Ja, und die Hortensie, die Rispenhortensie, die ich hier vor mir habe, ist am Anfang so grün, weiß und dieses Exemplar wird irgendwann auch nochmal changierend rosa, also auch traumhaft schön zu dem Lavendel, zu der Farbe. Und jetzt werden einige vielleicht sagen, naja, aber der Lavendel ist ja dann irgendwann auch mit der Blüte durch. Das stimmt, aber wenn ich ihn jetzt runterschneide, habe ich immer noch diese wunderschöne blau-grüne Farbe als Struktur der Blätter, die ja auch über den Winter bestehen bleibt. Aber von der Blüte her ablösen kann den Lavendel auch passend zu den, wenn ihr das hier seht, zu diesen schönen Hortensienblüten eine sogenannte Blauraute, die, ja, Perovskia, ich habe hier die Sorte Blue Spire, ist, finde ich, eine wunderschöne Pflanze zu Hortensien, die bis in den Oktober hinein blüht. Ganz, ganz viele dieser Zweige und dieser filigranen Blüten bekommen sich im Wind, wir leben ja hier am Meer in Husum, im Wind wunderschön bewegt. Toll ist auch die Kombination mit Gräsern, wie ein Federbuschgras beispielsweise, ist so der Klassiker, möglichst in der Masse gepflanzt oder eben vereinzelt zu diesen schönen Hortensien. Auch sie verträgt sehr, sehr viel Sonne, also vielleicht besser mit den Rispenhortensien zu kombinieren. Sie mag keine Staunässe und im Winter, wenn es richtig arg kalt wird, solltet ihr, nachdem ihr sie ja, zurückgeschnitten habt, auch ein bisschen mit Reisig abdecken, weil so ganz frostfrei bis in die Niederungen ist sie dann eben doch. Ja, auf der anderen Seite, gucken wir nochmal ganz kurz, habe ich so den Klassiker an der Kombination, den viele kennen von den Nordseeinseln, aber auch von den Friesenwällen hier im Norden Deutschlands. Das ist die Kombination mit Kiefern, entweder die niedrig wachsenden, die Kriechkiefern, Pinus mugu oder auch höhere. Das ist eine tolle Kombination, weil auch da habe ich im Winter eine immergrüne Struktur durch die Nadeln der Kiefern, die einfach bleiben. Aber auch Hortensien sehen übrigens getrocknet, gerade die Rispenhortensien im Winter wunderschön aus, bevor ihr sie im Frühjahr zurückschneidet. Das finde ich auch immer zu bedenken. Und als Unterpflanzung finde ich zum Beispiel dieses kleine Puschelgras hier, da gehe ich immer so gerne durch, das ist eine Waldmarbel, wie der Name schon sagt, Wald, ja, die lebt eben einfach gerne schattig, das heißt unter Hortensien oder auch Bäumen, sie verträgt auch Wurzeldruck ganz gut, ist sie ganz hervorragend aufgehoben und auch hier, wenn ihr ganz viele davon habt und es hinterher eine Masse ergibt, sieht das traumhaft schön aus. Ihr müsst es nicht schneiden, sie ist sehr, sehr pflegeleicht, sie braucht eben einfach nur Schatten und auch etwas Feuchtigkeit. Sie verträgt auch wie die Hortensien saure Böden, also niedrige pH-Werte. Ja, und da kann man so durchgehen, wie durch so eine Frisur.
ja, vielleicht habe ich euch ein paar Tipps geben können. Freue mich, wenn ihr es einfach mal ausprobiert. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.